Wurst. Nicht so wie so ein Grünkern-Patty. Also mhm. ganz. Schmeckt eher mehr nach so nach. So nach. Fischstäbchen. Ja, schmeckt. Fuck. Ich darf hier nicht machen. Ich bin hier nur der Koch. Wir bin hier nur der Koch. Also, wir haben fleischlose, vegane Fleischersatz gekauft und das sind die von Iglo und ein von Follow Food. Also die zwei Patties, es ist ein von Follow Food und das andere ist von Iglo und das andere Fleischbällchen ist genauso von Iglo. Und die probieren wir jetzt zusammen, genau. Und die bewerten wir dann zum Schluss von 0 bis 10 Punkte. Also 0 ist sehr schlecht und 10 Punkte ist sehr gut. Und ja, wir starten los. Also wir probieren jetzt die von Iglo, gell? Mhm. Also die mit den komischen Rillen da. Also ich finde schon saftig, ne? Es ist auf jeden Fall schon saftig, ja. Und schmeckt überhaupt gar nicht nach Fleisch. Nee. Also so schmeckt auch nicht so typisch wie so ein vegetarischer Patty, ne? Es ist nicht so wie so ein Grünkern-Patty. Also mhm. ganz. Schmeckt eher mehr nach Fischstäbchen. Findest du? Mhm. Du hast da außenrum sehr knusprig gebraten, aber innen ist es trotzdem noch zart. Dafür ist veganisch, finde ich lecker. Mhm. Jetzt probieren wir diesen Patty von Follow Food. Der schmeckt deutlich besser. Der ist würzig. Ja, besser gewürzt. Also, ich finde es außen knusprig, also sehr knusprig. Also, zart, würzig, aber nicht trocken. Mhm. Schmeckt echt wie Grillfleisch. Mhm. Also, ich würde eher den von Follow Food empfehlen. Schmeckt euch deutlich besser. Das ist jetzt von den zwei Patties mein Favorit. Wie siehst du? Rein vom Geschmack her. Ja. Finde ich auf jeden Fall den von Follow Food. Mhm. Besser? Mhm. Also ist deutlich dein Favorit, das Follow Food, ne? Von dem Patty. Obwohl aber auch der vom Iglo aber auch sehr lecker schmeckt. Ja, das schmeckt auch nicht schlecht davon. Die Würze fehlt halt. Nicht so gern die Würze schmeckt und die ganzen Gewürzen, ist der Iglo eher zu empfehlen. Also wenn man zum Beispiel was so Krautsalat dazu macht zum Burger oder sowas, zu dem Iglo würde es eher passen. Also zu dem von Follow Food, würde ich eher so zum Grillen benutzen. Also das schmeckt deutlich besser, passt eher zum Grillen. Burger Patty vom Iglo kam in so einer Kartonverpackung rein. Also die habe ich mir alle gekauft. Mhm. Und etwas, was ich eher positiv finde, ist nämlich die, dass keine Folie drin ist. Also auf jeden Fall, da kann man auf Plastik verzichten. Genau. Und bei Follow Food kommen die in einer Plastikverpackung. Das finde ich als wirklich negativ. Also ich finde, man könnte in Zukunft die Folie echt verzichten. Auf der Verpackung gibt es einen 9-stellige Tracking-Code. Die kannst du auf der Homepage eingeben. Und dann könnt ihr sehen, wo dein Burger herkommt. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Macht leider nicht jeder Firma. Jetzt kommt die Bewertung. Die Iglo-Bällchen geben ich und Felix 7 von 10 Punkte und die Iglo Burger genauso 7 bis 10. Von dem Follow Food auf jeden Fall geben wir beide 9 von 10 Punkte. Von uns gewinnt Follow Food am besten, weil es uns geschmacklich besser schmeckt. Und ja, also ich kann es jedem nur empfehlen, Veganes zu probieren. Und ja, das war's mit dem Video. Habt ihr was Veganes schon mal probiert? Schreibt es in den Kommentaren. Lasst mich unbedingt wissen.
Habt einen schönen veganen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Und wenn ihr Videos nicht verpassen wollt, klickt die Glocke an und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Peace, Leute.